Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Edmund ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Review und der nächsten Vorstellung. Dieses Mal geht es eigentlich nur um ein sehr kleines Teil und zwar in einer kleinen Packverpackung von der Firma Easy Egg, exklusiv hergestellt für den Apple iMac. Gucken wir mal rein. Die bedanken sich dann als erstes mal, dass wir den Artikel erworben haben bei Ihnen. Das haben wir natürlich sehr gern gemacht. Frohe Weihnachten, danke gleichfalls. Gucken wir mal in die Tüte hier rein und da kommt so ein kleines silbernes Teil hervor. Von der Firma Easy Egg. So, und jetzt wird sich der ein oder andere fragen, wozu braucht man dieses Teil denn? Kann ich euch bloß empfehlen, wer einen Apple iMac hat, exklusiv dafür wurde das Ding produziert. Da ist ja der USB-Anschluss, muss man sich vorstellen, hinter dem Bildschirm. Und ich will euch das Ganze mal zeigen, wie man das Ganze dann besser umgehen kann, damit man nicht immer so umständlich daran fummeln muss. Normalerweise ist das ja so, dass der Bildschirm unerreichbar hinten ist. So guckt der USB-Anschluss dann vor. Das heißt, wer nicht immer jedes Mal seinen Bildschirm drehen möchte, um hinten ein USB-Gerät reinzustecken, der kann sich dieses Gerät hier zulegen. Das funktioniert dann wirklich so, dass man einfach nur hinten an den Bildschirm dran gehen muss. Einmalig steckt man dieses Gerät rein. Und dann, ich kann euch das Ganze mal zeigen hier, müsst ihr mal sehen hier, also das ist jetzt hier von HP, selbstverständlich nicht der passende. Aber hier, so würde das Ganze dann unter dem Bildschirm vorlugen. Im Endeffekt ist es eine ziemlich coole Erfindung, gilt leider natürlich nur für diesen einen Bildschirm. Ich habe es hier bei dem HP versucht, habe hier bei dem HP-Bildschirm, das ist hier der HPW2207H, also schon eine Weile alt, habe da gedacht, dass man hier von der Seite da eventuell so drauf zugreifen kann, weil der seine USB-Anschlüsse auch hier an der Seite hat, dass man das so rüber switchen kann, beziehungsweise so. Leider haut das von der Höhe her nicht ganz so hin, da kommt man dann genauso schlecht ran, aber wie gesagt, für den iMac kann man das Ganze dann so hinten hinein stepseln, zack, und dann guckt der USB-Anschluss da unten vor. Und dann kann man da USB 3.0 Geräte dran betreiben. Ist halt wie gesagt nur nicht eine Verlängerung des USBs, ja doch vielleicht schon, ist jetzt aber auch nur ein USB-Anschluss. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn man natürlich hier zwei USB-Anschlüsse rausgeholt hätte. Meinetwegen einmal rein und dann hätte man hier so ein Doppel-USB 3.0 rausgeholt. Das wäre für den Apple iMac ideal. Ich habe den jetzt gerade nicht hier zum Testen. Da müsste ich eventuell nochmal zu wem anders drüber gucken, aber das ist jetzt auch erstmal nicht Sinn und Zweck der Sache. Wichtig ist ja bloß, wie funktioniert das Gerät, das kann ich euch so demonstrieren. Darum ist der Winkel so gehalten. Man kann es auch leider nicht weiter biegen, sodass man jetzt hier den Anschluss entweder so oder weiter so anschließen könnte. Wirklich nur hinten so reinstecken. Und dann guckt er hier unten so vor und passt sich dem Gehäuse, wie ihr seht, ideal an. Obwohl der hier gar nicht dafür gemacht ist, aber derselbe Ton, derselbe Silberton, den gibt es ja bei dem Apple iMac auch. Und dann sieht das ganze Spielchen ja so aus. Wenn ihr von oben drauf guckt, könnt ihr direkt vorne eure USB-Sticks, Kameras, alles Mögliche anschließen. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Vielen Dank an die Firma Easy Egg, dass dieses Teil mal hergestellt wurde. Könnte natürlich nächstes Mal auch besser gebaut werden von der Firma Apple, sonst braucht man so ein Teil natürlich nicht. Ja, wie gesagt, die blauen Anschlüsse symbolisieren, dass das Ganze auf USB 3.0 Basis funktioniert. Das ist leider nicht weiter verstellbar. Ich dachte, hier gibt es so ein Kugelgelenk, das man hoch und runter schieben kann. Ist leider auch nicht der Fall. Trotzdem eine coole Sache, ein kleines Gadget. Wer sowas noch nicht kennt und sich schon immer geärgert hat, dass er mit seinem USB-Anschluss da hinten nicht so richtig rangekommen ist, für den gibt es jetzt sowas. Zack, das Ding hinten rein in den USB-Anschluss und ruckzuck kann man seine USB-Sticks und sonstige USB-Geräte direkt vorne anschließen. Das war's damit erstmal. Ich wünsche euch viel Spaß, habe euch das Produkt mal verlinkt. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Alternative gibt zu solchen Produkten. Kann ich gerne gucken und verlinke euch das auch mal, wenn es das gibt. Ich habe es vorher noch nie so gesehen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Wir sehen uns bis dahin auf zur nächsten Apple Review. Auf Wiederschauen. Tschüss.